Aufnahme läuft, vorsichtshalber. Um den Quatsch aufzufangen, den wir immer davor labern, das ist immer ganz lustig. Nee, stimmt, hast recht. Das hier ist der totale Ernst. Hi, Ernst. Es waren 5 Zitate aus Nerd Das Raider. findet ihr auch in diesem Kanal und zwar unter dem jetzt eingeblendeten Link. Fick dich, ich blätter jetzt hier keine Links ein. Das hätte ich nicht schon genug zu Oder. tun. Verdammt. Ja, ist auf der Startseite unseres Kanals, ist der das Jetzt mach's dir nicht so leicht. geniale Nerd Raider Playlist mit unseren 7 Folgen unserer Serie Nerd Raider. Selbst gefilmt, selbst geschrieben, selbst Effekte gemacht, selbst geschnitten. Eine Selbst den Live-Action. Oscar verliehen. So ist es, so ist es. Ja, willkommen zu einer neuen Folge. Wir spielen Custom Pioniere Maps. erwarten Befehle. Heute Boah. mal. Hi Norbert, hi. Sorry. Heute Befestigter Bereich wird gebaut. mal mit irgendwas, wie heißt das? Chronic River? Chronic River. Ja, ich glaube schon. Da hat sich der Autor einfach gemacht, vergleichsweise einfach, und hier einfach einen Fluss durch die Mitte gezogen und ein paar Brücken drüber gezogen. Wir wissen noch nicht so genau, ob man die Brücken kaputt machen kann. Es wäre zu wünschen. Wir Die haben es Äußeren sehen ein gebaut. bisschen so aus, ja. Unsere Ja. Truppenstärke nimmt zu. Oh, ich habe keinen Balken, Verteidigen wenn wir ich das Land. rübergehe. Nee, ich Pioniere auch in nicht. Bewegung. Das macht mir auch gerade ein bisschen Sorgen. Sehen aber anders aus als die mittlere. Ja, deswegen müsste man eigentlich erwarten, dass es geht, aber Überstanden. ansonsten Was müssen wir richtig halt. assi gerade ist, fällt mir auf, Was denn? dass man nicht so weit rauszoomen kann wie bei anderen Karten. Ja, es ist alles sehr nah. Die Kamera ist nah eingedingst. Eingestellt. Wir haben auch nicht besonders viele Ressourcen, aber das Einheitenlimit ist gewaltig, 300. Angeforderten Einheiten What? sind eingetroffen. Schrei nicht so. Da explodiert den Sorgen Leuten Sie die für mehr Ohren. Unterstützung. Okay, das habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Das ist ja krass. Ist beeindruckend, ne? Vor allem hast du Wir mal haben gesehen, etwas für das oder bei dir Vaterland auch, eingenommen. ja, guck mal, wie bei dir die Bunker an der Basis gelegen sind. Das sieht auch ziemlich cool aus. Ja. Müsste man Sollen jemanden wir etwas reinsetzen. bauen oder hochjagen? Pioniere gehen zum Ja, Ziel. ist an sich schon eine ganz nett designte Karte, nur die Bodentextur geht mir langsam ein bisschen auf den Sack, weil Wir die ja haben ja sehr. auch, das ist. Die ist zu Hätten sich ein plakativ bisschen gemacht, ja. mehr engagieren können. Ein bisschen detaillierter das alles Wir haben aufziehen. einen neuen Grenadiertrupp. Grenadiere, So, ich schicke jetzt mal auf alles den zu der Weg. Brücke hier. Wir sollten auch mal die mittlere Brücke dann irgendwann ein Was bisschen wollen sichern. Sie? Pioniere berichten Einnahme Jawohl, des Ziels in Ziels. Bewegung. Schick mal Leute dahin. Ja. So, und dann stelle ich mein Maschinengewehr. Wieso kann ich das da nicht hinstellen? Wollt ihr Ja, mich verarschen? weiß, jetzt habe vorwärts. ich oh, die falsche Doktrine ausgegeben. Ach Norbert, sei doch nicht so untaktisch. Was willst du Intensivpanzerjäger. denn? Bereit. Zeit zu gehen. Ah, nee, dann schicke ich die Grenadiere in die Mitte. Zur mittleren Brücke. Pioniere zu Rücken vor zum Ziel. Das Maschinengewehr. Ja, doch, Vaterland ist es hat gewachsen. Dingens. Wie heißt das? Lebensbalken, die Brücken. MG-Truppe Man ist muss nur es unterwegs. aufdecken, das Gebiet. Dann sieht man sie. Pioniere hier. Wir nehmen das ein, So, ganz das sicher. heißt, es heißt eindeutig Mörser bauen und Brücken kaputt machen. Hast du einen. Ach, du kannst keine MGs in meine Stellung setzen. Ich glaube nicht, nee. Pioniere! Also die Mitte ganz schnell befestigen. Wir haben das Ziel Jawohl. bereits. Unbesetztes Gebiet. Ich habe Weiß den schon Bunker. Grenadiere hingeschickt. Es So. steht ein Mörsertrupp zum Einsatz Eine bereit. Brücke bin ich schon dabei zu zerstören. Also Bei ich bringe jetzt unserer gerade Ehre, Mörser das ran. gehört uns. Aber noch kommt hier Hier schwerer keiner. MG-Trupp. Oh, das wird in der Mitte der totale Krieg werden. In Bewegung. Aber hallo. Sollte jetzt keine böse Anspielung sein, aber. Es war eine liebe Anspielung. Hast du schon einen Eine Gegner neue getroffen? Einheit ist eingetroffen. Nee, noch nicht. Dann hoffen wir, dass es so bleibt. So, meine Pioniere Mörser laufen berichten zum Einnahme Ziel. des Ziels. Was Man so wollen Sie wenig, so eigentlich? schlecht rauszoomen kann, nervt Okay, echt. rücken aus. Ja, das ist Ja, dieser echt Krieg war wenig. unvermeidlich. Die Brauchst du in der Kaiserlichen Mitte noch einen Dafür Bunker? ist Ne, weil da kann ich unvermeidlich. auch noch einen bauen. Ich wollte gerade. Ich mach jetzt. Na gut. Ja, hier entlang. Kannst du Pioniere vorne zurück. Stacheldraht bauen? Ausrücken, Ja. Pioniere. I can do this. Warte. So.
Verlegt eine Stacheldrahtsperre. Verletzt euch aber nicht dabei. Boah, ach, das. Oh, scheiße. Was guck mal, die breiten Brücken sind auch nochmal separiert in zwei einzelne. Ja, die sind in zwei einzelne nebeneinander. Da müssen wir ganz schön ackern. So, wir die erste. Belegen das Ziel mit Trommelfeuer. Da kommt schon was. Beeilung über die Mitte. Hm. Ja, die schießen ja, auf meine Leute. Whoever zurück. Das. Hast du schon MGs drin? Ja, ja, in dem linken habe ich eins. Okay. Anderen habe ich. Ja, kannst du die anderen Punkte noch alle aufnehmen? Ja, ja, ich nehme die Punkte ein. Wird uns gehören. Boah, das. Sowjetische Truppen greifen uns an! Ja, aber auch echt zäh, man. Ganz sicher. Ja. Aber guck mal, durch den Stacheldraht kommen sie jetzt immer so ein bisschen über links, das heißt. Das ist ganz gut. So, jetzt kommen sie über die linke Brücke auch noch. Ah, ich habe schon die ersten Leute umgebracht hier. So, schnell macht jetzt die Brücke kaputt hier. Gibt's ja wohl gar nicht. Beeil dich mal ein bisschen. Brauchen Sie Feuerunterstützung? Gut, was passiert hier jetzt? Kommst du klar hier drüben? Ah, ist ein Bunker, sehr gut. Wird echt knapp, sage ich mal. Ja, du bist doch schon ganz gut dabei, die Brücke kaputt zu machen. Gut, ich ziehe jetzt mal meine MG-Leute hier zurück. Infanterieangriff, Bewegung! Oh. Lauft! Sorry, jetzt habe ich genau im falschen Moment den MG-Trupp zurückgezogen. Brauchen Sie indirekten Beschuss? Ja, alles klar. Weg die Schweinehunde mit Granaten. Lauft! Sind unterwegs. Okay. Pioniere zu allem bereit. Sehr gut. Brauche ich die leichte mechanisierte Kompanie? Brauche ich. Ja, die ersten Brücken sind gleich kaputt. Wie lauten Ihre Befehle? Läuft. Ja. Trommelfeuer auf Ihr Ziel. In der Mitte kommst kaputt. Du auch noch klar, super. In der Mitte brauchen kannst du schnell. Hast du jetzt auch die Verteidigungsdingens gemacht mit der Pack? Ja, mache ich. Ich habe noch nichts ausgewählt, kann ich machen, ja, klar. Also das gleiche wie ich, aber dann könntest du auch in der Mitte wieder eine Pack und die kannst du ja perfekt nach hinten bauen, ne? Ja. Weil der wird jetzt relativ schnell, glaube ich, mit Panzern kommen. Noch nicht aufgeteckt. Ja. So, die erste Brücke ist kaputt. Jetzt muss ich noch die daneben kaputt machen. Aber ich brauche noch sehr viele Erfahrungspunkte, bis ich soweit bin. Also. Ja, ich auch. Ich habe auch noch gar nichts. Solange baue ich mal eine normale Pack und stell die da mal in die Mitte. Ja, genau. Das sollte eigentlich passen. Zurück zur Basis. Komm, ihr kommt mal zurück zur Basis. Der Brücke 1 ist bei mir kaputt. Bei mir sind die Brücken auch beide kaputt. Also hier kommt keiner mehr rüber. Dann kannst du ja gleich deine Einheit Leute in die Mitte. Ja. Ob die Gebäude hier vorne. An sich können wir auch in die äußeren Gebäude dann MGs setzen, ich weiß nicht. Ja, ich habe ja einen MG da rechts gehabt, ich schicke das ins Gebäude. Dies passt schon. Bereit! So. Eine Pack. Fuck die Pack. Wunderdarm. So, ich stell die jetzt auch erstmal hier einfach hinter die Bunker, ja. In die Mitte die Pack. Ja. Einfach genau zentral. Ja. Dann schießt sie aber die Bäume um. Mal gucken. Unterwegs zum Ziel. Brauchen Sie indirekten Beschuss? Wir werden sie töten. Ja, so, verstanden. Das MG setze ich mal ins rechte Gebäude rein. Was wollen Sie? So, Jungs. Baut mal. Bei mir sind die Brücken auch kaputt. Sehr schön. Wow, wow, wow. Oh, was kommt denn in der Mitte? Oh. Bombardiert ihr mich gerade mit was? Ja, irgend so ein Packteil, packartiges Ding.
Oh, fuck you. Da hab ich jetzt... Hast du irgendwas? Ja, ich hab die Mörser. Ich schieß mit den Mörsern drauf. Also den Bunker können wir nicht retten, der ist schon weg, aber... Aber der zweite Bunker darf nicht kaputt gehen, das ist ziemlich... Ja, die ziehen das Ding zurück, scheiße. Egal, ist egal. Der zweite Bunker hin ist, dann... Ja, wir können ja gleich nochmal einen neuen bauen. Ich brauche noch so viele Punkte, bis ich die große Pack bauen kann, das ist nicht feierlich. Okay. Pioniere hier. Pioniere erwarten Befehle. Gut, ich versuche mal in die nächste Stufe zu kommen, dann kann ich schneller, bin ich bald bei den Panzern. Es ist weg. Die Engländer. Hast du... Oder wir brauchen ein was hab ich jetzt schnell bauen? Ja, das ist eine gute Idee. Ihr merkt schon, wir spielen wieder sehr defensiv, aber so macht's halt am meisten Spaß. So leid mir das immer tut, für die arme KI. Aber da muss sie halt mal ein bisschen leiden. Kann man jetzt nichts machen. Hab ich da nicht... Ach, ist schon, okay. So, ich habe jetzt mal die ganzen Spots hier ausgebaut zu Treibstoffspots, damit wir nachher besser Panzer bauen können. Wir müssen etwas bauen. Ja, scheiße. Wird der Bunker fertig? Ja. Die Mörser hauen rein. Grenadiere melden sich bereit. Gebäude in Beschlag nehmen. Läuft. Hervorragend. Bereit. So, die sind immer noch unterwegs. Konnte ich eigentlich auch Dinge ausbauen? Nee, das ging hier nicht. Sollen wir fertig? Und los geht's! So, ich rushe jetzt hier mal durch die Entwicklungsstufen durch, damit ich zum Panzer komme. Ja, mach mal. Bei denen haben. Sollen sie doch ruhig kommen? Wir haben noch eine Pack. Ja, sollen sie kommen? Da kann gar nichts passieren. So, tschüss Jungs. Treibstofflager ist fertig, sehr gut. Hier sind noch mehr Pioniere. Pioniere hier. Schicke ich die mal nach vorne. Die auch. Ja, hätte ich beide nehmen können. So, schicke ich beide nach vorne. Es nervt jetzt langsam. Okay. Ah, jetzt ist er fertig. Schwere Panzer sind jetzt verfügbar. Schwere Panzer. So, dann baue ich das mal relativ weit vorne, dann können die schneller vorrücken. Mal gucken, ob mein Schaf jetzt da vorne eine Weile überlebt. Wo hast du den jetzt hingestellt? Ach, da ganz vorne. Die einzige Stelle, wo er Deckung hat. Ja, na gut, da muss er halt aufpassen ein bisschen. Oh, da kommt der erste Panzer. Pack, sei bereit, Pack, sei bereit. Ja, ich schieße, ich schieße, ich schieße. Hab ihn getroffen einmal. Die Mörser schießen. Bin getroffen! Oh, gut, komm. Ja, der kommt nicht mehr weg, du. Doch, der schafft das nicht. Scheiße! Aber der Pferd kommt gleich wieder. Guck. Na. Ach Mann, können die Mörser mal treffen? Ja! Schönes Ding! Da kaputt? Ah. Nee, der kann sich noch Feuer! Bewegen. Ich schieb die Pack mal ein ganz kleines Stückchen vor. Ja, Mist, das ist zu weit weg. Schluss mit dem kommt wieder zurück, Jungs. Wir müssen los. Kommt wieder zurück. Was ist denn da los? So, wann kann ich mir Panzer leisten? Gleich kann ich mir den ersten Panther leisten und dann geht der Spaß los. Noch 30 Arbeitskraft. 30, komm, 20. 10. 5, 4, 3, 2 und gebaut. Dann lasse ich die mal direkt vorne an die Front schicken. Ah, da ist schon wieder so eine Pack. Was sind die Gebäude? Ach ja, scheiße. Ja, ich hab da Leute drin. Boah. Ja, oh, das war ein schöner Treffer. Tschüss. Und Alter, die Arbeitskraft steigt hier so langsam. Ja.
Da ist schon wieder richtig was los da vorne. Das totale Bombardement. Nein, der kleine Mini-Panzer kommt. Ah, erwischt. In your face. So, mein erster Panther kommt angerollt. Ich baue mal gleich ein MG drauf. Boah, Alter, Mann. Wie die Bäume auch nicht einstürzen so richtig da vorne. Ne? Der brennt da nur sich einen ab, der Baum. Das ist ja lustig. Einsatzbereit. Mein Scharfschütze ist down, ne? Oh. Ja, der ist durch die Mörser und so ist der schon leider gestorben. Wie können wir helfen? Überlegen, wie ich das mache. So, noch ein Dreiviertelpunkt, dann kann ich die große Pack bauen. Können wir da noch langsam gebrauchen. Ah, scheiße, da ist der Bunker weg. Jetzt sind mal die Pioniere da weg. Man könnte jetzt die Packs natürlich auch irgendwie weiter vorne so schräg hinstellen, aber da werden sie zu schnell, glaube ich, erledigt. Werden getroffen! Yep. Machen aber auch einen Schaden. Muss ich da, ich habe jetzt mir einen Scharfschütze geordert. Ja. Weil das geht nicht. Wir brauchen vorne Sicht, damit vor allem deine fette Pack dann richtig früh die schon angreifen kann. Das wäre gut, ja. Die baue ich auf den grünen Streifen hinter die beiden Packs, ne? Die da vorne also jetzt stehen. Ich hätte jetzt, kommt halt drauf an, irgendwie da so hin. Naja. Wie mache ich das? Ich mache dir mal ein Zeichen. Unten links in der Karte kannst du. Ja, ich meine mit einem Shortcut. Also weiß ich auch nicht. Ja, genau jetzt dann. Ist dahin gemacht. Brauchen Sie so, mein MG ist wieder da. Das kann ich hier vorne wieder ins Gebäude setzen. Schade wäre es jetzt nicht drum, wenn das kaputt geht. Kann wieder einen Panzer bauen, aber ich. Na gut, dann brauche ich jetzt erstmal noch einen zweiten Panther. Kann auch nicht schaden. Irgendwie. Kommt da jetzt gerade keiner mehr. Doch, jetzt. Sagte er. Und da stand dann doch noch ein. Ein Flak. Stand war. Wir haben ihn in die Vergangenheitsform gesetzt. Tschüss. Alter, wie schnell. Ja, dagegen sind die Packs ganz schön super. Also auch schon normal. So, an sich müsst ihr jetzt ja nur mal einen kleinen Luftschlag ordern oder einen Artillerieangriff. Aber das Lustige ist, das macht der Computer ja nicht. Ja, insofern wäre es wahrscheinlich dann auch irgendwann mehr angebracht, mal gegeneinander zu spielen. Ja. Aber jetzt probieren wir ja erstmal nur die ganzen Karten durch und gucken uns an, welche davon wirklich gut sind und welche eher nicht so. Und dann spielen wir das, denke ich mal, auch noch irgendwann versus. Ah, da hinten steht noch so ein kleiner dummer Panzer. Er hat's versucht. Ja, der Wille zählt ja auch immer. Ja, auf seinem Grabstein wird stehen, er hat sich stets bemüht, also. Das muss ja auch schon was. Ist auch schon was wert. Nicht viel, aber irgendwas. Braucht man am ehesten Munition aktuell, oder? Ja, weiß ich nicht. Brauche ich jetzt gerade Arbeitskraft. Soll ich meine Spots noch ausbauen? Ich denke mal nicht, dass wir es noch brauchen. Also jetzt ist gerade der Flaschenhals, ist fürs Bauen, ist die Arbeitskraft. Also wir haben genug Munition auf jeden Fall und Treibstoff eigentlich auch. Also. So, jetzt ist es soweit. Jetzt baue ich die blöde Pack. Ja, ich klicke mal das Falsche an. Ach, ich brauche noch 30 Arbeitskraft mehr. Okay, warte ich noch kurz. Na kommt. Ja. Nee, da wo ich sie nicht. Ich baue sie. Mehr da so. Wir müssen etwas bauen. Wir müssen etwas bauen. Wie sie diese Riesenpack aus dem Boden ziehen, so. Das ja, ja. Boah, den Megapanzer. Synchron, ne? Ja. Rausgekommen.
so einen fetten Panzer irgendwie mit einem Synchronschuss erledigt. Die sprechen sich halt ab da hinten, die Jungs. Damit es gut aussieht. Ja. Es geht immer nur um die Optik. Bereitest du dann auch schon mal ein bisschen offensiv was vor? Ja, ich habe gerade keine Arbeitskraft. Ich will auf Panzer gehen. Ja, ich habe auch keine Arbeitskraft. Deswegen sage ich ja, bereit mal was vor. Ja. Okay, so, die Pack ist fertig. Pioniertop, auf dem Weg. Mögen die Spiele beginnen. Bin ich im alten Rom, mein Freund. Ach, alte Rom ist überall. Ich finde aber diese paar lächerlichen Häuschen direkt an der Mittelbrücke ein bisschen albern. So, die sind halt wirklich nur taktisch, aber ich meine, wer baut denn so eine Stadt? So ja. fünf so vierstöckige Häuser um so eine Brücke rum auf beiden Seiten. Ja, die Karte ist so vom Design her so ein bisschen, da geht's wirklich um die reine Spielmechanik bei der Map. Alles andere ist so ein bisschen, ja, einfach nur so da. Die Gebäude sind nur so als Versteck da und nicht damit hübsch aussieht. An sich können wir jetzt auch gleich einfach rüberfahren, wenn ich ein paar Panzer gebaut habe. Ja, ich dachte, da kommt jetzt ein bisschen mehr von ihm. Nö, naja, es sind ja auch nur mittlere Gegner. Muss man dazu sagen, wir haben ja zum Ausprobieren jetzt auch nur mittlere genommen. Pioniere hier. Fordern Flammenwerfer an. Los, ich laufe mal mit dem Pionier rüber. Ich ärgere die mal ein bisschen. Das war dumm, ein Gedanke. Na gut. Nehmen wir jetzt erstmal den Punkt ein. Unbedingt. Auf uns ist Verlass. Wir werden das einnehmen. Ich war gern Lehrer. Wie lange brennt denn da dieser Baum? Das ist ja so unrealistisch. Das ist ja unrealistisch. Begeben uns in feindlichen Sektor. Wir sind ich lauf direkt unterwegs. Durch. Gehen wir. Guck mal, direkt bis in seine Basis. Das komm, Flammenwerfer. Ja, bitte Flammenwerfer sie. Woohoo! Burn, Woo! Baby, burn. Brenn, Baby, burn. Aber irgendwie so richtig sterben tun sie davon nicht. Ich meine, wie lange kann man denn so Flammenwerferbeschuss überleben? Holt euch ein echtes MG, ihr primitiven Bastarde. Sehr gut. Ah, ein paar brennen schon. Ah, da kommt wieder ein Panzer. Kontakt! Infanterie! Oh, ein Flammenwerferpanzer. Flammenwerfer, Mann. Der wollte gerade sowas sagen wie, was ihr könnt, kann ich schon lange. Schießt da mit seinem Panzer. Und er schießt die Pack daneben. Das gibt's doch nicht. Aber wir haben ja noch eine Chance. Ah, schon wieder daneben. Dummes Ding. Man merkt, die Distanz ist noch nicht. Ah, ja! Das war der erste Treffer. Da kommen die normalen Packs. Ding hört schon. Und tschüss. Gut rein. Jupp. Jupp. Da haben sie uns unseren Punkt wieder weggenommen. Ah, okay. Ah, schade drum. War so ein schöner Punkt. Hab da jetzt mal noch so eine zweite Pack gebaut, weil ich dachte, yo, was soll's. Da hast du wieder Arbeitskraft, ne? Eindeutig. Ja, es ist gerade wirklich ein ganz schönes Gemetzel. Es tut mir auch ein bisschen leid, aber eigentlich auch nicht wirklich. Oh, da kommen wir jetzt mit der Pack an. Ja. Irgendwas bei mir ist im Rang aufgestiegen. Schön. Ach, meine große Pack. Oh. Oh, das Gebäude wird angegriffen. Oh Gott, nein. Ich muss meine Jungs retten. Oh, meine beiden Bunker sind. Wir sind bereit! Raus hier! So. Dann haben wir zwei Packs am Start. Okay, Rücken aus. Jetzt kommt hier aber wirklich nichts mehr durch. Es stehen hier insgesamt vier Packs. Das ist schon ganz schön nett. Das ist ja nett. So, hast du schon Panzer? Ein. Ja, na kommt da, bitte. Ja, bau die dann dauert. Am Stück. Das dauert mir zu lange. Bau mal schneller, ey.
Oh, mein zweiter Panzer hat noch gar kein MG. Oh Gott. Konnte ich das bloß vergessen? Ich würde alles dafür geben, gegen die Westländer kämpfen zu dürfen. Diese Amerikaner heulen dauernd rum wegen der Pioniere. Ich könnte MG-42 bereit. Meine Leute labern sich ja einen ab, ey. Das war jetzt mal eben nicht so ein einfacher Spruch, so von wegen so, ich will lieber nach Hause oder so, sondern dann eben wirklich fünf Sätze hintereinander gesagt, der eine Typ. So, oh, komm, hör auf zu labern. Hey, du machst ja da mit deinem Panzer alles kaputt. Was soll denn das? Du bist damit nicht durch die Barrikaden durchgefahren, hast alles zerstört. Ja, ich hab's gerade gesehen. Arschloch! Das kann ja wohl gar nicht sein. Müsst ihr den echt so weit nach vorne stellen, den Panzer? Nein, ja, der soll ja kaputt gehen, mehr oder weniger. Mal gucken, wann er kaputt geht. Okay. Weil dann steht da ein Wrack, dann kann ich meinen Scharfschütz noch ein paar Meter weiter vorne hinstellen. Du bist ja schlau. Wenn nicht, dann... Hoffentlich lässt uns der Panzer noch ein paar Feinde übrig. Jetzt ist gerade wieder Ruhe. Also nach dem nächsten Angriff von denen sollten wir rüberfahren. Ich kann mir bis jetzt erst zwei Panzer leisten, neben dem natürlich. So ein Gemetzel. Ich find's toll. Heute ist der Baum auch umgefallen. Ja, endlich! Oh Gott sei Dank. Sie haben einen Bunker kaputt gemacht. Nein! Ziel zerstört. Oh. Festigst du jetzt den Panzer da vorne? Sehr gut. Das wird's bringen. So, ich baue nochmal meinen dritten Panzer. Und dann kann's auch gleich losgehen. Ja, was? Hat irgendwie auf die Art ein bisschen was von Tower Defense, bloß ohne dass die Wellen stärker werden. Können sich ja ruhig mal ein bisschen anstrengen. Dummen KIs. Unsere Panzer machen mir Angst. Unsere Panzer machen mir Angst, meinte meiner gerade. Was für eine Pussy. Vergiss die Maschinengewehre nicht bei deinem Panzer. Achso, meinst du bei den großen, ja. Ja. Aber es ist mutig, dass sie immer wieder so einzelne Infanteristen nach vorne schicken. Es könnte ja klappen, dass sie durchkommen und 10 Meter weiter sterben. Und ein vorderer Panzer hat jetzt schon 16 Leute umgebracht und immer noch kein Stern. Ja. Aber der ist richtig gut, den kann ich dir empfehlen. Also gerade gegen Infanterie haut der extrem rein. Okay. Der Brumbeer. Aber der ist teurer, ne? Der kostet, glaube ich, ein bisschen mehr als der Panther. Echt? Ja, der kostet, glaube ich, 560 und der Panther 520. Arbeitskraft. So, ich habe drei Panzer am Start. Von mir aus kann es losgehen. Ich habe auch drei. Die anderen sind... Jetzt habe ich auch noch ein bisschen was kaputt gefahren in der Mitte. Gut, dann warten wir jetzt nur noch darauf, dass Norbert hier vorgefahren kommt. Und zwar Flux. What? Der hat mich noch nicht mal gesehen und schon. Ach, jetzt weiß ich, warum mein Bunker immer kaputt geht, weil der durch. Weil deine Packs durch meinen Bunker durchgeschossen haben. Kannst du mal sehen. Die machen halt keine Rücksicht auf... Kannst du mal deine beiden Panzer rechts kurz zur Seite fahren, dann baue ich da nochmal einen Bunker hin. Ja. Warte. Zielposition bestätigt. Halt vielleicht ganz gut, wenn man ein bisschen was hat. Ich könnte dich auch auf meine Liste setzen. Wäre ganz leicht. Nach der Hochzeit bin ich dein Buchhalter. Also ist auf jeden Fall mit den Gebäuden ein bisschen verbuggt.
Was meinst du damit? Ich kann nicht das rechts so nah ranbauen an den... an das Gebäude wie links. Ja. Position bringen. Du bist am Start? Ja, mit drei Panzern, ich weiß nicht, ob es jetzt reicht. Ja, ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal, oder? Verlieren. Genau, im schlimmsten Fall sterben wir halt. Geronimo! Boah, ist ja viel Infanterie. Alter Falter. Ich fahr direkt durch. Ja, ich auch. Komm, komm, fahrt. Fahrt! Scheiße, einer ist verloren. Pech gehabt. Na komm. Schieß. Ja, noch ein Schuss. Gut, okay. Ich fahr nach rechts zum einen Gegner. Dann mach ich nach links. Gut. Okay. Wo sind seine Basen? Hinten an der Grenze. Ja komm, wo sind deine Gebäude? Da. Eisenbahngeschütz, here we go. Schieß den Panzer kaputt. Ja, yep. Motor am Arsch. Panzer am Arsch. Tschüss. Hauptquartier kaputt, Jungs. Mein dritter Panzer kommt auch langsam, aber sicher voran. Ist schon ein ganzes Stück weiter. Eisenbahngeschütz. Der schwere Gustav feuert, Norbert. Merkt ihr das? Oh, das war ein Einschlag. Schön. Nicht zu weit vor. Wie sieht's hier drüben aus bei dir? Auch sehr gut. Gegenwehr. Und in der Mitte haben wir noch einen Panzer, gegnerischen Panzer. Ja, ich probier mal mich zu kümmern. Oh, scheiße. Achso, versteckst du dich? Ja. Vielleicht trifft er mich da nicht mehr so gut. Ja, den krieg ich noch, komm. Ja, der dreht seinen Rücken zu. Schieß! Schön! Ist irgendwas? Kampfwagen ist in Bewegung. Was? Na, jetzt ist er abgehauen, der Pisser. Mistkerl. Kleine Mistratte. So, ich glaube, ich habe hier drüben alles. Also, wenn es das war. War dann der Panzer, den haben wir auch. Ja! Schön gemacht. Easy. Locker, problemlos und wunderbar. Ja, die Karte war ganz nett so.
Aber gefiel mir jetzt vom Design her nicht so sehr. War halt eine nette Spielmechanikkarte, so richtig, ne? Also. Aber nicht, da fehlte das Herzblut. Da fehlte ein bisschen die Seele. Da hast du vollkommen recht. Aber Levelaufstieg, das ist das Wichtigste. Immer schön looten und leveln, ne? Geil. Ja. Ja, schön. Gut, machen wir mal fortfahren. Nein. Bitte warten, Deta. Dann warten wir doch. So lange jetzt, bis... Was jetzt ist besser, aber sicherlich wieder Pack oder Mörser sind ja immer die besten. Ja, machen wir mal schauen. Einheiten und die höchste Prozentzahl hat... Oh, mein eines schweres MG hat 657% Effizienz. Das ist für Infanterie ja auch ungewöhnlich. Die Mörser waren krass. Die eine Pack hat 1370%. Große oder die kleine? Ja, die kleine. Aber bei mir auch 1000%. Die stand da länger halt, ne? Und die große hat 300%. Das ist meine Granatwerfer, also die Mörser haben auch 500%. Das hat sich gelohnt. Also selbst die Panzer haben sich gelohnt, 157%. Nur die Pioniere haben natürlich nicht so viel Schaden gemacht. Mein, dieser Brummbär, ne? Ja. Schaden an Infanterie, 1200. Boah. Und drei Panther haben halt nur 1400 an Infanterieschaden gemacht. Ja. Das Ding haut rein und macht auch diese Elite-Einheiten von den Sowjets normalerweise fertig. Ja, das ist nicht schlecht. So, die Computer sind auch wieder nach so einer Viertelstunde sind sie abgeflacht, die Kurve. Ja, das ist ja immer so. Dann. Ist es meistens so, also gegen Standardcomputer, gegen mittlere sozusagen, ist eine Viertelstunde meistens der Durchschnitt. Dann können sie nicht mehr mithalten. Gut, war ein schönes Spiel, hat mir gefallen. Die Karte fand ich jetzt nicht so mega berauschend. Ich gebe 3 von 5 Sternen, würde ich sagen. Ja. So. Interessanterweise ist auch die Durchschnittsbewertung von der Karte im... Das kannst du mal sehen. Haben wir also eine massenkompatible Meinung, zumindest was COH-Maps angeht. Ja. Gut, dann wir sehen uns in der nächsten Folge mit COH wieder, ansonsten mit anderen tollen Spielen im Kanal. Macht's gut, ciao.